Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, heute lösen wir Donnerstag, den 21. Dezember. Ja, machen wir. Also, wieder ein bisschen ausrichten. Hä? Schauen, ob ich Sound... Ja, ich nehme Sound auf. Ja, ist mal ein Ding. Hä? Macht das ja manchmal nicht, da muss ich nachvertonen. Da haben wir Dezember, da haben wir die 21 und wir haben gesagt, wir nehmen den Donnerstag. Hä? Den Donnerstag kann man zum Beispiel mit dem da nehmen. Dann könnten wir den hier hinsetzen. Dann haben wir hier den längeren wieder. Ah, dann habe ich auch die 21 weg. Das geht so nicht. Hä? Okay, wir können den hier hinsetzen. Dann haben wir den Donnerstag weg. Wir können den hier hinsetzen. Dann haben wir den Donnerstag. Okay, das ist schon mal etwas. Und mit, was habe ich gesagt? 21. Dann können wir den da nicht machen. Aber den da könnte man zum Beispiel machen. Und den da oben. Wobei es ein bisschen blöd ist, die längeren jetzt schon wegzuhaben, mehr oder weniger. Müsste ich da schauen, hä? Irgendwie, irgendwas ist komisch. Wenn wir den hier hinsetzen, dann könnte man den hier anmachen. Und da müsste man dann schon fast den da hinsetzen, oder? Was aber echt blöd ist. Das geht so nicht. Wir können den hier hin machen, hätten dann da die 21. Da müsste ich aber den hier hinsetzen, hä? Und da hätten wir dann den da, was anderes geht da nicht. Wenn wir den hier hinsetzen und den hier müsste ich ja ein Viereck haben, das habe ich aber nicht. Da habe ich nicht. Das ist jetzt eher blöd, hä? Wenn wir könnten zum Beispiel den hier reinmachen und den da und der da, dann käme der da runter, dann haben wir aber keinen Platz mehr für diesen längeren da. Also muss ich irgendwas machen, damit ich für diesen längeren noch Platz habe. Wenn wir den hier hinsetzen und den da, dann müssten wir den etwa hier hinsetzen. Und dann habe ich immer noch keinen Platz für den, hä? Und wenn ich den hier hin mache, geht es auch nicht. Shit. Wenn ich den hier reinmache, dann muss ich da hinten müsste ich eins haben, wo ich den längeren hier reinkriege, aber das kriege ich ja nicht. Und den da, den habe ich ja schon verbaut, oder? Wenn wir den hier reinmauen, dann hätten wir hier Platz für den und da die 21 frei. Und dann geht's. Oh, dann geht's. Donnerstag, 21. Dezember. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ein bisschen sehr viel länger. Blöd. Wird's vielleicht auch nicht so eine gute Woche. Mal sehen. Jetzt machen wir noch das Hintergrundbild. Wir haben gestern dieses da gemacht und das war ein Zoom-Out. Nee, das war eine Variation war das. Eine Variation war das. Da machen wir einen Zoom-Out. Und wir gehen aber nur auf... Sollen wir zweifach probieren? Komm, wir machen zweifach. Zoom-Out, zweifach, schauen wir, was er macht. Und ich rede jetzt wieder nicht, damit er mehr rausschneiden kann. Ein bisschen was muss er schon sagen, gell? Sonst geht's von 0 auf 100 in 0, nicht. Oh, da kriegt sie Ohren. Ja, ist denn schon Ostern? Nee, ist nicht. Das sieht ja wild aus, hä? Dann machen wir das gleich groß. Ja, also oben gefällt mir das mit den Ohren nicht. Das sieht, naja. Unten links hat sie recht großen Ausschnitt. Hä? Ein paar Schmetterlinge rum und so ist okay. Unten rechts hat sie ein paar andere Viecher. Die
recht cool aussehen. Und oben links dieser komische, was auch immer, Vogel da mit den großen Ohren sieht ein bisschen komisch aus. Aber die Blumen rundherum sind recht schön. Naja, also eben oben rechts nehmen wir nicht. Unten links ist es ein bisschen fast schon überladen mit den Viechern. Unten rechts, sorry. Mit diesen Viechern, die da außenrum sind. Wobei sie schon recht cool aussehen. Dann werden wir wohl unten links nehmen, mit den Schmetterlingen. Ja, wobei, unten links oder unten rechts? Das ist hier die Frage. Komm, wir nehmen unten rechts. Dann schauen wir dann, was er morgen dann aus den Viechern macht, wenn wir da eine Variation rechnen werden. Jo, unten rechts ist gut. Jetzt kommt natürlich die Frage, welches Bild hättet ihr genommen und warum? Schreibt es mir einfach in die Kommentare rein, gell? Und wenn ihr weiterhin meine Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt zu meinen Videos, zu mir oder was auch immer, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Dann möchte ich mich bedanken, dass ihr das Video geschaut habt und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.